Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja. Wir haben den Mantelwald abgeschlossen. Haben auch eigentlich alle Quests abgeschlossen. Also abgesehen von Dorns Rache. Und hier die Elder of Ski Quest, die wir ignorieren werden einfach. Oder wir töten Ski. Nein, so schlimm dann auch wieder nicht. Wir werden das schon hinkriegen. Ihr braucht nur zu fragen. Jetzt sind wir aber erstmal im Ankheg-Territorium. Wir könnten also einfach normal der Straße folgen. Ach ja, Ayantis. Hi, Ayantis. Ciao, Ayantis. So. Also mit Ayantis brauche ich gar nicht reden, weil Ayantis wäre ein rechtschaffen guter Charakter, Gruppenmitglied, den wir nicht brauchen werden. Oh, und unser erster Ankheg. Unsere ersten 100 Ankecks. Worum geht es diesmal? Also ja, im Nahkampf können Ankecks nicht viel. Ja, mein Schatz. Aha. So, haben wir drei Ankeck-Panzer. Mehr brauchen wir nicht wirklich, weil mehr können wir auch nicht mit uns rumschleppen. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Dinger sind nämlich scheiße schwer. Gebt mir Kraft. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, da geht's nicht lang. Ne, da ist Ende. Vom Gelände. Und weiter an Keks. Kommt, Nerf! Ja? Sicher. Ihr braucht nur zu fragen. Ach ja, und Nera hat ein Level up. Das sollten wir dann auch uns drum kümmern. Alles wegen des lieben Geldes. Für euch tue ich alles. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, hier haben wir Gerte. Tag. Ja? Ihr wollt Ankeks jagen? Na, dann passt auf. Es ist Paarungszeit, also kommen hauptsächlich die Weibchen an die Oberfläche, um sich einen Vorrat anzufressen. Sie sind hungrig, sie sind angriffslustig und es sind sehr viele. Also wir machen das hier nicht, um sie auszurotten, sondern um den Bestand auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Vergiss nicht, dass sie die Erde auflockern und dadurch die Ernteerträge um bis zu 15% steigern. Unsere Nahrung wird im nächsten paar Jahren sowieso recht knapp werden. Daran solltet ihr da draußen auch denken. Also nicht mehr als 4 Ankecks pro Gruppe. Wenn ihr mehr fangt, müsst ihr sie wieder frei, müssen sie wieder freigelassen werden.
Am meisten Aktivität können wir etwa 45 Meter östlich hier verzeichnen. Und jetzt los mit euch. Ich bleibe hier und behalte euch im Auge. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich helfe Weitläuferin Gerde bei ihrem Versuch, die Anker-Population auf dem Ebenen südlich von Baldur's Tor unter Kontrolle zu bringen. Von meinem Standort an ihrer Seite aus kann ich sie ausschwärmen sehen. Sie dringen ungefähr 45 Meter links von uns an die Oberfläche. Gerde hat mich jedoch angewiesen, nicht mehr als 4 von ihnen zu töten. Ich habe bereits 5 getötet. Ja? Gute Arbeit. Ich nehme an, dass ihr die Fangquote eingehalten habt. Hier habt ihr 75 Goldmünzen. Sucht euch ein Zimmer in der Stadt und ruft euch aus. Ihr habt es euch verdient. Ankeks sind nur schwer zu erlegen, aber Gerdes Belohnung von 75 Goldmünzen ist angenehm. Wenig. So, hier geht's weiter zur Brücke. Wie ihr wünscht. Ach ja, und ich vergesse. Also Olaf, erst nochmal heilen. Was ist es diesmal? Und Stufenerhöhung. Ein Zauber des zweiten und 2 Zauber des 4. Grades. 4 Trefferpunkte. Okay. Zauber des 2. Grades. Verschwimmen ist immer gut. Und Steinhaut. Noch mehr Steinhaut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, hier war auch ein kleiner Bauernhof. Ein Bauerbrunnen. Worum geht es dir? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bitte, hilf mir dann keiner. Niemand? Bitte, ich so kann dann nirgendwo sonst fragen. Ja. Bitte, so helft mir doch einer. Es gibt niemanden sonst, den ich mich wenden könnte. Ich flehe euch an, ihr Hohen Herrschaft, helft mir. Es passieren merkwürdige Dinge auf meinem Hof und ich bin nicht mehr so stark wie Edem. Ich habe nichts, was ich euch geben könnte und selbst, wenn, wäre es eure nicht würdig, bitte. Ihr braucht euch nicht weiterhin Hilfe umzusehen. Was können wir tun? Wir können helfen, aber ihr solltet schon dafür zahlen können. Das sollte nicht unsere Sorge sein, Alter. Ihr solltet zahlen können. Wegen dieser verfluchten Eisenknappheit kostet es mich die letzten Ersparnisse, den Flug zu reparieren. Ich habe niemanden mehr außer meinem Sohn Nathan und jetzt ist er verschwunden bei Cheat Tower. Es ist mir schon bitter genug, mich auch nur um Hilfe anzugehen. Bitte. Na gut, dann gucken wir, was wir tun können. Oh, euch sei gedankt im Namen der großen Mutter. Mein Sohn Nathan und seine Freunde sind losgezogen, um nach unseren entlaufenden Kühen zu suchen. Da sind sie einfach verschwunden. Seit mehreren Tagen sind sie schon fort. Wer weiß, was ihnen passiert ist, wo es doch hier von Räubern nur so wimmelt. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind, aber ich habe Spuren gesehen, die in Richtung Westen führen. Bitte findet meinen Sohn und ihn kann ich doch in den Hof nicht halten. Ja? Nördlich des freundlichen Arms bat mich ein Bauer, bei der Suche nach seinem Sohn Nathan zu helfen. Er macht sich Sorgen, dass Räuber seinen Jungen etwas angetan haben könnten. Ich werde westlich vom Hof mit der Suche beginnen, da seltsame Spuren in diese Richtung führen. Ja gut, aber erstmal nehmen wir dich aus, wenn hier was ist. Ich fühle aber natürlich, Schätzchen. Mal sehen, was du wirklich hast. Nur 7 Gold. Und Edelsteine, die du uns vorenthalten willst. Zirkon, Luchsauge. Gar nicht mal so schlecht.
Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, das heißt, wir suchen jetzt den Jungen. Unser Ruf ist ja in Ordnung, so. Ja, da ist die Ankeck-Höhle, also der Ankeck-Bau. Und ich höre Ankeck-Geräusche. Und da drehe stehen drei Leute rum. Worum geht es, wie ihr wünscht? Ah, ja. Verdammt, Sonne! Wir können nicht ewig so weitermachen. Tut mir leid, wir haben heute keinen Fisch. Vielleicht ja wieder, wenn die Zeiten besser geworden sind. Ein Moment, Jibota. Vielleicht sind Sie ja die Lösung des Problems. Sie sehen ziemlich danach aus, als könnte man ihm vertrauen. Ach ja, das Problem. Zurzeit mit meinem Betragen, aber wir sind arme Leute, die mit solchen Schwierigkeiten schlecht umgehen können. Es sind harte Zeiten. Jedes Mal, wenn wir ein Boot zum Wasser lassen, läuft es voll Wasser und säuft ab. Amberley, die königliche Schlampe, sie ist es. Ganz ruhig, Tellmann, worauf er hinaus will. Wir werden von einer Priesterin der königlichen Schlampe Amberley schikaniert. Dieses Wort. Wir haben keine Ahnung wieso, aber jedes Mal, wenn wir auf Fischfang gehen wollen, sorgt sie dafür, dass es ein Unwetter gibt. Zwei von uns wurden schon auf dem Weg zur Anlegestelle weggespült, aber wir können der Garde nicht beweisen, dass sie dahinter steckt. Wir brauchen jemanden, der sie mit Gewalt dazu bewegen kann, uns endlich in Frieden zu lassen. Wir haben nicht viel Geld, aber ich wäre gerne bereit, euch eine Zauberwaffe aus den Abenteuertagen meines Großvaters zu überlassen. Zugegeben, das ist ein recht bescheidener Lohn für den großen Dienst, um den wir hier suchen. Seid ihr bereit, uns armen Fischerleuten zu helfen? Ja, euer Angebot ist vielversprechend. Betrachtet es als erledigt. Ah ja, ich wusste, dass man sich auf euch verlassen kann. Sie versteckt sich in einer kleinen Hütte im Norden. Passt gut auf und beeilt euch. Sie hat so ihre Tricks. Viel Glück, meine tapferen Freunde. Ich habe den Fischern nördlich vom freundlichen Amt versprochen, ihnen dabei zu helfen, eine Priesterin von Amberley loszuwerden. Sie behaupten... Sie behaupten, sie hätten einige von ihnen angegriffen und getötet. Sie hält sich in der Nähe der Brücke von Baldurs Tor auf. Ja, wie ihr wünscht. Ja, Fischer. Fischer fischen. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. So, hier ist auch alles verschlossen. Und hier drüben ist nichts mehr. Gut, Fischer beklauen. Damit haben wir auch keine Probleme. Nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Für mit Vergnügen. Hier ist auch alles verschlossen. Geld. Wow, Kugeln. Ja? Ja, die Kugeln, die können wir mitnehmen. Was euer Wunsch ist? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. So, das ist der Steg. Und ja, wir sind hier fertig. Jetzt können wir nur noch in den Ankeck-Bau gehen. Dort noch mehr Ankecks töten, was uns noch mehr Erfahrungspunkte bringt. Vielleicht genug für Kegane und Benoir.
Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ja? Okay. Toter Ankeck. Und die Höhle war auch etwas größer. Nur zu fragen.